Hello Friends und willkommen zum 32. Part der Not So Berry Challenge. Im letzten Part hat es so ziemlich geknistert zwischen Becca und Mint. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan von den beiden. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, weil der letzte Part ist gerade eben erst online gegangen. Aber es war sehr schön, muss ich zugeben. Mir ist aufgefallen, dass wir in den letzten Parts jetzt wieder öfters bei Mints Arbeit waren. Das wollte ich ja eigentlich nicht so thematisieren in dem Let's Play, aber die letzten Parts haben es einfach so hergegeben, ja, in der Arbeit mit zu filmen, sag ich mal, weil halt wirklich so viel passiert ist. Aber jetzt will ich das nicht mehr so thematisieren, weil darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass das nicht so einen großen Teil in dem Let's Play einnehmen soll. Und deswegen möchte ich meinen Fokus eigentlich auch wieder darauf legen, dass Mint auch mal wieder ein bisschen schelmisch aktiv wird oder mehr Zeit noch mit ihrer Familie oder Freunden verbringt. Aber irgendwie passiert so viel, dass wir dazu gar nicht kommen, weil ich finde es irgendwie so schade, dass Mints Arbeit immer so den ganzen Tag einnimmt. Also ich habe irgendwie gehofft, dass wenn sie halt in der Arbeit weiterkommt und einen größeren Stellen, was auch immer, einnimmt, dass das dann ein bisschen reduziert wird. Aber so ist es nicht. Und das finde ich so schade, weil wir brauchen einfach diese Zeit. Die Zeit abends geht immer so schnell vorbei. Aber bevor ich jetzt noch mehr Zeit hier verschwende, würde ich sagen, wir starten ins Spiel. So, meine Damen und Herren, hier sind wir. Ach ja, heute ist Erntefest. Ja, wir haben 6 Uhr morgens in der noch düsteren morgengrauen Welt. Alles klar? Ja, und wir beobachten gerade Ruben dabei, wie er von den Zwergen hier attackiert wird. Also der hat irgendwie nichts an. Der hier unten hat irgendwie eine Axt oder so dabei. Der hat auch nichts an. Haben wir noch irgendeinen am Start? Nö, das war's. Ich weiß gar nicht, wo Mint ist. Hä? War die da gerade auch schon? Ich habe die da gerade nicht gesehen. Also Mint muss unbedingt schlafen, weil sie ist gerade erst von... Oh mein Gott, sie ist gerade erst von Becca zurück und sie wird so müde sein. Oh mein Gott, ist heute frei? No, heute ist nicht frei. Ich dachte, heute wäre frei. Ja! Arbeits- und Schulfeiertag. Oh mein Gott, das haben wir jetzt so gebraucht. Besonders wegen dem, was ich gerade zu Anfang gesagt habe. Das ist einfach so perfekt, dass es jetzt ist. Wir können den Tag so schön gestalten. Heute ist es nur ein bisschen bewölkt, aber das kriegen wir hin. Ja, Ruben, du kannst eigentlich weiterspielen. Also du hast noch irgendeinen ekligen Teller da. Aber du kannst... Huch, hallo. Du kannst aber eigentlich weiterspielen. Also er hat schon alles Level 3 außer Töpfchen. Er ist einfach richtig krass unterwegs. Dann nimm dir doch jetzt einfach die Zeit und geh mal aufs Töpfchen. Versuch nochmal dein Glück und mach das mal, ne? Und Mint versucht sich jetzt einfach mal so schnell wie es geht auszuruhen. Also so viel Zeit hat sie jetzt nicht, weil wir eigentlich noch viel auf dem Programm haben. Oh, hi Brand, dich kennen wir doch. Haben wir den nicht mal besucht mit dem anderen Brand zusammen oder war das noch ein dritter Brand? Man weiß es nicht. Ich stelle die Zwerge mal falls hier in unser Gemach, damit die nicht irgendwie auf die Idee kommen sollten, zu verschwinden oder irgendwas. Also da haben wir gar keinen Vertrag mit. Deswegen stellen wir die jetzt erstmal hier hin. Was auch noch auf dem Programm steht, ist, dass wir auf jeden Fall noch das Haus hier ein bisschen dekorieren wollten und so weiter und so fort, weil gerade hier ist es ultra kahl. Hier sollte noch eine Garderobe hin. Minzzimmer, da müssen wir gar nicht von anfangen. Und hier oben, das Badezimmer ist halt auch schon sehr traurig. Aber wir haben halt 4000. Ja, ich überlege gerade. Theoretisch könnten wir jetzt schon mal gucken, ob wir nicht schon mal was machen könnten. Also bei Minzzimmer möchte ich auf jeden Fall so eine Kommode oder so hinstellen. Was sieht halt schon so ultramäßig traurig aus. Wieso kann ich das da nicht hinmachen? Okay, dann eben nicht. Soll Minz so einen ganz großen Schrank
kriegen oder so einen kleineren. I don't know. Ich finde den eigentlich schon ganz schön. Also wir könnten den ja nochmal vielleicht in eine andere Farbe bringen, sag ich mal. Ja, weiß passt ja eigentlich ganz gut rein, würde ich sagen. Und hier ja, ist die Frage, was braucht Mint denn? Ja, so eine Pflanze geht immer, aber ich glaube, so viel muss da gar nicht rein. Ich finde das eigentlich auch ganz schön, wenn es so ein bisschen neutraler ist. Das heißt neutraler. Oh, der ist cool. Wenn der jetzt noch eine andere Farbe hat. Ui. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich behaupten. Oder? Obwohl, nee. Den finde ich eigentlich nicht schlecht. Wir lassen den jetzt einfach mal da. Ja, so wie er ist, ne? Dann für die Flureinrichtung würde ich auf jeden Fall so eine Garderobe empfehlen. Ach ja, wie komme ich jetzt da nochmal drauf? Genau, das wollte ich. Und einen Spiegel. Bei Spiegeln finde ich das immer so schwierig, weil... Nee, das ist immer sehr schwierig. Ich habe es jetzt einfach so gelöst, dass man hier zwei Spiegel hat. Blöd gesagt. Und dann noch eine Pflanze daneben, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ungefähr... Okay, es steht dann schon sehr im Raum. Genau. Da. So, eine Pflanze geht immer. So, dann haben wir hier den Eingangsbereich. Im Wohnzimmer müssen wir auf jeden Fall auch noch definitiv was ändern. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Kamin wir ausgewählt hatten. Der ist zwar super teuer, aber man lebt ja nur einmal, ne? Und dann hatte ich überlegt, dass wir hier so einen kleinen Schreibtisch unter die Treppe stellen können. Das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Dieses Braun passt ja eigentlich ganz gut rein, finde ich. Dann stellen wir den Sessel hier hin. Am Kamin kann man sich aufwärmen und wir nehmen einfach den gleichen Stuhl wie hier. Und vielleicht schaffen wir es mit dem Geld ja noch einen Computer zu kaufen. Okay. Ja. Vielleicht gehen wir dann doch erst ins Badezimmer über. Das weiß ich auch noch gar nicht, wie wir das am besten einrichten. Ich weiß nicht, wir wohnen hier jetzt ja nur mit zwei Leuten. Da brauchen wir ja eigentlich nicht zwei Duschen. Wir haben unten eine Dusche, oben eine Badewanne. Dann kommen wir jetzt vielleicht noch zu einer Theke oder so. Schwierig. Gibt es irgendwas Mintfarbenes? Okay, das sieht nicht so toll aus. Wow, das ist schon Luxus, ne? Aber ich glaube, das ist nicht so unser Fall. Vielleicht das in dem Muster. Finde ich eigentlich ganz cool. Und dann so als Eyecatcher wieder so einen mintfarbenen Teppich, wenn es da sowas in die Richtung gibt. Boah, das als Eyecatcher. Oh yes. Das ist aber irgendwie cool. Also entweder man findet das komplett schlecht oder ganz okay. Ich finde es eigentlich ganz okay. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt, aber naja. Da ist auch wieder das mintfarbene Handtuch drin enthalten, aber ich glaube, ich finde das cooler. Und dann kommt jetzt noch so ein kleiner Spiegel, sagen wir mal der. Und eine Pflanze darf natürlich nicht fehlen. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Okay, jetzt haben wir nur noch 410 Simoleons. Ich würde behaupten, wir lassen das jetzt erstmal. Okay, wir kommen genau im richtigen Moment zu Room. Ja, ich glaube, wir lassen ihn mal kurz machen, ne? Dann ihm geht es nicht gut, weil... Nein, bitte kein Chaos veranstalten. Bitte kein Chaos veranstalten. Töpfchenumfall. Du musst gar nicht weinen. Es ist alles gut. Wenn du jetzt deswegen traurig bist, aber du musst nicht traurig sein, dann spiel noch was. Alles gut, Ruben. Du musst nicht traurig sein. Nicht verzagen, etwas wagen. Ich freue mich schon, wenn er ein Kind ist, weil dann kann man noch so viel mehr Charakter ihm geben. Ich weiß ja noch gar nicht genau, wann wir mit seiner Generation anfangen werden, weil wir sind beim 32. Part und uns bleiben ja noch viele Generationen. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht irgendwie traurig sein, dass es vorbeigeht, weil von Mint kriegen wir auch noch trotzdem viel mit, weil wir dann ja Ruben spielen. Und Ruben und Mint sind, glaube ich, noch ein bisschen
länger verbunden, als wenn wir dann Ruben spielen, wir komplett Mint nie mehr wiedersehen. Also so wird es ja nicht verlaufen. Deswegen bin ich noch gespannt. Ich glaube, entweder als Teenager, junger Erwachsener ist für mich schon zu spät. Also ich würde sagen, als Teenager würde ich dann Ruben übernehmen. Falls ihr nochmal die Regeln vor Augen haben wollt, dann könnt ihr gerne bei dem ersten Part von der Not So Berry Challenge vorbeischauen. Da findet ihr, glaube ich, in der Videobeschreibung alle Regeln. Mint ist immer noch fleißig am Schlafen. Es ist 8:30, Mint. Wie geht's denn so? Ja, immer noch nicht so fresh, muss ich sagen. Immer noch nicht so fresh. Auch wenn Mint jetzt noch ein bisschen müde ist, würde ich sagen, wir wecken sie mal auf. Dann kann sie nämlich schon mal duschen gehen, kann dann gleich Ruben baden, weil seine Hygiene lässt ein bisschen zu wünschen übrig gleich. Und es ist jetzt immer schwierig, das abzupassen, weil theoretisch könnte Ruben jetzt gleich auch wieder schlafen gehen und Mint ist sozusagen gerade aufgewacht. Aber es ist ja nur ein Ausnahmezustand gewesen, weil sie ja eben die Zeit noch im Bäcker verbracht hat. Lasst uns doch mal versuchen, wieder ein bisschen in Mints Köpfchen zu schauen, weil mir ist aufgefallen, nee, Ruben, du musst eigentlich nicht schlafen gehen, weil deine Mutter dich eigentlich gerade ins Bett bringen wollte. Ja, okay. Weil mir ist aufgefallen, dass wir auch länger nicht mehr Mints Gedanken verfolgt haben. Natürlich. Wie soll ich das jetzt erklären? Es war einfach so stressig, dass wir für so alltägliche Sachen keine Zeit mehr gefunden haben. Und wenn ich Mint so sehe, dann stelle ich mir vor, dass sie sich vorstellt, dass sie eigentlich gerade sehr glücklich ist. Also, sie ist glücklich, dass es mit Ruben sehr gut klappt. Ab und zu gerät sie vielleicht ein bisschen an ihre mütterlichen Grenzen, aber so an sich ist sie schon ziemlich froh in der Hinsicht, weil Ruben ja schon sehr, sehr eigenständig ist. Aber im anderen Augenblick ist sie auch froh, dass es mit Becca jetzt so vonstatten geht. Aber trotzdem ist sie sich noch sehr unsicher, weil Becca ja auch zwischendurch... Okay, ich muss mich mal eben ganz kurz um Ruben kümmern, weil ihm geht es irgendwie überhaupt nicht gut. Das ist verdorben. Das tut mir jetzt leid. Dann gib ihm einfach eben schnell was zu essen, dann kann er eben kurz schlafen. Und das mit Becca, ich kann das nicht so ganz einschätzen. Also eigentlich ist sie relativ glücklich. Ja, aber ich glaube, was wir heute auch machen werden, nicht nur, weil es ein Feiertag ist, aber wir werden mit Ruben zusammen seine Großeltern besuchen, weil bis jetzt die ja... Ja, das kam natürlich jetzt wieder im richtigen Augenblick. Ja, Becca möchte, dass wir vorbeikommen. Aber das werden wir jetzt nicht sagen, weil wir haben gestern schon sehr lange mit ihr Zeit verbracht und heute ist so ein bisschen Familientag und Chloe haben wir jetzt auch länger nicht gesehen und sie ist uns ja eigentlich so wichtig, dass wir sie schon so lange nicht gesehen haben, ist schon so fast unwirklich. Deswegen sagen wir, Becca, es tut mir leid, aber heute, ja, ist es nicht so passend. Ich schreibe dir auf jeden Fall, aber genieß den Feiertag. Ich werde es auch mit meiner Familie und so. Aber ich glaube, da wird sie auch jetzt nicht böse sein. Ach so, ja. Ruben ist so Cerealien. Finde ich voll der komische Name. Aber ja, so, jetzt ist Ruben auch bereit, schlafen zu gehen. Das ging auf jeden Fall sehr schnell mit dem Lesen. Räum das auf. Du kannst auch auf Toilette gehen. Und dann... Oh, der sieht so gruselig aus. Dann kann man Mint eben ganz kurz was essen. Und zwar ein Festmahl kochen. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Billigste, weil gerade sind so die finanziellen Mittel nicht so da. Aber, ne, it's okay. Ist hier irgendwo ein Laubblatthaufen? Wir möchten gerne noch da drin ein bisschen... Hier ist der andere Brand, von dem ich vorhin gesprochen habe. Hi, Brand. Oh, du bist auch so komisch am Tanzen. Wieso sind alle Menschen oder alle Sims so komisch am Tanzen? Naja, so ein paar neue Leute könnten wir eigentlich auch mal kennenlernen, oder? Also ich habe so im Gefühl, ein paar neue Connections wären schon angebracht. Aber die meisten, die hier sind, kennen wir eigentlich alle schon. Obwohl Lilifeng kannten wir, wir waren sogar bei dem zu Abendessen.
Ist sie schon eine Seniorin? Oh, sie ist schon eine Seniorin. Und wir kennen sie einfach nicht mehr. Das ist ja übelst traurig. Und ich habe auch irgendwie im Gefühl, dass sie mit Ruben so voll viele Kinder haben werden. Also, dass es irgendwie so anders wird als bei Mint. Ich kriege irgendwie solche Vibes von ihm. Er ist zwar erst ein Kleinkind, aber was seinen Nachwuchs später angeht, das erfahren wir jetzt schon. Nein, Spaß. Aber ich freue mich auch mal, so eine größere Familie zu spielen, weil ich sehe das schon immer bei Nadine beim Disney Legacy Challenge Part sowieso. Und ihre Familie und so, das ist immer so cool. Aber zu Mint würde ich sagen, passt es jetzt eher nicht, weil was geht denn hier ab? Chillt mal eure Basis, ja? Auch mit Ruben war ja eigentlich so Glück im Unglück. Aber im Endeffekt sind wir sehr froh, dass es so gekommen ist. Mint, macht mal eben kurz hier ein Festmahl, damit wir das gleich auch mitnehmen können. Weil bei anderen Menschen können wir ja nicht kochen. Da ist das ja verboten. Okay, du hast das Festmahl gekocht, es gerät in dein Inventar und dann kannst du mal eben versuchen. Wir nehmen die mal mit, eiskalt, und dann gehen wir schon rüber zu Rubens Großeltern. Und dann erfahren wir auch, wer die Cousine, Schrägstrich, ja eigentlich Schwester, Bruder, Schrägstrich, Cousin von Mint ist. Ich bin ziemlich gespannt. Und wir moven. Weil Mint hat mega Hunger und wir möchten jetzt auch mal was essen, ja? Wir möchten jetzt hier ein bisschen den Feiertag zelebrieren. Ich habe schon wieder vergessen, wo die wohnen hier. Da sehe ich ein Kleinkind. Oh, er ist ja voll hübsch. Oh mein Gott, ist er hübsch. Das ist Mints Bruder. Es ist einfach Mints Bruder. Sie ist Erwachsene und ihr Bruder ist sozusagen jetzt ein Kleinkind. Und er heißt Daniel. Wow. Guckt ihn euch an. Er ist so hübsch. Also von seinem Kleidungsstil, ne, fangen wir jetzt mal nicht an, aber er ist einfach wow. Das ist schon crazy, Leute. Also storytechnisch sagen wir natürlich, es ist Mints Cousin. Aber eigentlich, wenn wir jetzt danach gehen, was das Spiel von sich aus zelebriert hat, ist es Mints Bruder. Aber es ist auch ein bisschen unrealistisch und sollte nicht Teil der Story sein. Deswegen Cousin. Ruben dreht schon am Rad. Ich weiß zwar nicht, wieso jetzt Danielle. Wir sagen Danielle, weil wir haben mal hier so English-Vibes von den Namen her. Warum er jetzt hier alleine da draußen auf der Straße steht, ich weiß es nicht. Aber Mint, es wäre cool, wenn du jetzt mal eben kurz an die Tür klopfen würdest. Es wäre ganz reizend von dir. Und gleich suchen wir uns auch einen Haufen mit Blättern und dann springen wir da rein und machen die Action des Jahrtausends. Komm herein, guten Tag. Hallo Familie, der Kamin ist sogar schon an, reizend. Wir haben auch Essen mitgebracht. Oh, Ruben ist müde. Haben die hier nicht noch ein Kleinkindbett? Aha. Ja, geh mal einfach eben schlafen, Ruben. Du kannst ja dich kurz ausruhen. Wir sind ja hier bei deinen Großeltern, das heißt, du kannst dich auch eben kurz in irgendein Bett legen und schlafen. Dann holen wir hier das Essen, stellen es auf den Tisch. Das kann mal weg. Ja, okay, dann nicht. Und wir rufen Essen sabotieren. Ach du meine Güte. Nee, wir wollen, können wir zum Essen, zum Festmahl rufen. Genau so läuft hier der Hase. Wir waren lange nicht mehr hier. Genau. So läuft hier der Hase. Die Zwerge kommen wieder aus unserem Inventar raus, werden hier hingestellt und dann beobachten wir die Family dabei, wie sie zusammen ein Festmahl isst. Hallo, ihr sollt schon da hingehen und essen. Was ist denn jetzt hier los mit euch? Hallo, wir haben zum Essen gerufen, ne? Wollte ich nur kurz sagen. Entschuldigung. Und das ist wieder ein typischer Fall von Mint wird nicht so beachtet, wie sie es gerne hätte. Und es ist gerade nicht so toll für sie, weil eigentlich wollte sie jetzt hier schön zusammen essen, aber es ist wieder so, dass die Family wieder ein bisschen andere Sachen im Kopf hat und ja, ist gerade natürlich nicht so toll für Mint. Aber das ist Mint ja auch schon von ihrer Kindheit gewohnt und oh Mist! Wieso muss denn immer überall Fleisch drin sein? Ich kriege Aggressionen. Oh mein Gott. Wieso?
Wir haben extra das vorbereitet, damit wir das hier essen können, weil wir sonst hier nichts essen können. Und ich habe vergessen, nachzugucken, ob da Fleisch drin ist. Okay, es sieht auch nach Fleisch aus. Obwohl, gar nicht. Okay, Mint, hör auf jeden Fall auf zu essen. Das solltest du nicht essen. So, Storytelling. Mint hat das Essen nicht gemacht, sondern ihre Eltern. Und die haben nicht beachtet, dass Mint Vegetarier ist. Und das finden wir natürlich nicht so toll. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal mit ihrer Mom plaudern. Ja, die findet das natürlich lecker, aber Mint nicht. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, wieso hattet ihr nicht im Kopf, dass Mint Vegetarierin ist? Also sowas muss man eigentlich wissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt geht sie zu Ruben und möchte ihn zudecken. Weil sie einfach gemerkt hat, Ruben ist ihre Familie. Und das hier ist zwar auch ihre Familie, aber nicht ihre Familie im Herzen. Also das war ja jetzt nicht so ein tolles Zusammenessen, sag ich mal. Aber sie schaut jetzt hier zu, wie Ruben schläft und ist einfach nur sehr glücklich, dass Ruben da ist. Sie wollte gerade Kleinkind überprüfen bei ihrem Cousin machen und ihn sogar liebevoll umarmen, weil anscheinend die Eltern von Mint es nicht so drauf haben vielleicht. Sie genießt es gerade sehr hier oben. Ein bisschen fern von den ganzen Fragen, was ist hier los bei Mints Leben und so weiter. Sie wird sich jetzt nochmal versuchen dazuzusetzen, weil sie, ja, weiß, es ist heute ein Feiertag und gerade für Ruben ist es schön, wenn die Familie sich verträgt, weil gerade sie weiß, dass Streit nie schön ist. Jetzt wollte sie sich gerade dazu setzen, jetzt ist hier wieder jeder aufgestanden. Also das ist ja wieder so typisch. Wir versuchen jetzt erstmal den Zwerg zu bezwichtigen, weil wir möchten auch mal ein bisschen was hier abstauben. Mint, versuch bitte dein Glück, ja? Das wäre nämlich sehr schön, wenn wir es wenigstens versuchen. Ja, OMG. Sehr cool. Nein, bitte, bitte nicht die Windel benutzen. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Gibt es hier sowas wie ein Töpfchen? Nein, natürlich nicht. Ja gut, wir versuchen es auch mal mit dem Zwerg hier. Vielleicht auch nochmal mit Spielzeug. Vielleicht klappt das. Oh yes, das haben wir auch hingekriegt. Ich glaube, das Spielzeug am meisten immer funktioniert, oder? Also ich habe das Gefühl, damit kriegt man die Zwerge immer. Mega, mega, mega. Sonst übergib dich eben. Vielleicht geht es dann besser. Und Mint möchte noch einmal ein Kind sein. Deswegen wird sie jetzt mal kurz hier die Blätter rächen, weil bei uns zu Hause gibt es ja sowas wie Blätter rächen nicht, weil da gar keine Blätter sind, die von Bäumen fallen. Deswegen nutzen wir es natürlich aus. Und ich glaube es nicht. Er ist, glaube ich, gerade am Chatten mit irgendeiner Affäre oder so, weil ich bin natürlich mega schlau. Und er hatte gerade so Herzen über den Kopf. Und ich glaube, der hat eine geheimnisvolle Geliebte, weil der Vater von Mint ja auch öfters bei uns ankam und meinte sowas wie, dass die Mutter sehr anstrengend ist und blabliblub. Und vielleicht möchte er ein bisschen Spaß zwischendurch haben. Und deswegen, damit wir, er schaut sich auch gerade um, ob jemand ihn dabei zusieht. Wir gehen jetzt hier hin und versuchen herauszufinden, was im Verlauf steht. Und zwar wird Mint jetzt nachschauen, was zuletzt am Computer gemacht wurde. Natürlich sagt sie nur ihrem Vater, sie muss kurz was recherchieren. Mint, was tust du denn? Du sollst doch an den Computer gehen. Du kannst die Blätter gleich auch noch zusammenbrechen. Das ist jetzt gerade eine komplizierte, wichtige Lage. Ich weiß nicht, was die Intention von ihrer Mutter ist. Sie sitzt jetzt hier und ihr Gesichtsausdruck sagt schon irgendwie so, sie hat einfach gar keinen Bock. Okay, Mint sucht den Verlauf durch. Jetzt chill doch mal deine Basis. Chill doch mal bitte kurz. Und mal sehen, was sie findet. Ruben möchte auf jeden Fall auch noch was essen, deswegen kann er sich auf jeden Fall auch gerne ein Gericht nehmen. Nimm dir ruhig gerne ein Gericht. 1600, vielen Dank für gar nichts. Becker, wir haben dir schon gesagt, dass wir keine Zeit haben. Okay, er war schon wieder am Computer. Er ist die ganze Zeit am Computer. Wir müssen jetzt hier erfahren, was abgeht. Mint ist übelst müde, aber da haben wir leider gerade keine Zeit für. Okay, sie liest, schaut nach und sie sieht sehr traurig aus. Ich glaube, sie hat gerade erfahren, was der Vater da so treibt. Oh, da sieht man die Chatverläufe und jetzt
findet Mint heraus, dass der Vater von ihr eine Affäre hat. Und Mint weiß natürlich gar nicht, wie sie reagieren soll, weil sie hat das schon mal zwischendurch gedacht, weil der Vater von Mint hat sich schon oft beschwert, das muss man sagen. Also klar, das Verhältnis zwischen Mint und ihrer Mutter ist auch nicht einfach, aber sie hat es jetzt herausgefunden, aber sie möchte gerade nicht darüber nachdenken, weil sie möchte einmal mit Ruben, ja, hier hingehen und dann in den Blätterhaufen springen, weil sie das auf jeden Fall noch machen wollte, bevor es jetzt gleich dunkel wird. Aber sie ist natürlich jetzt erstmal komplett geschockt. Also sie weiß gerade gar nicht, was sie machen soll, weil entweder sie sagt es ihrer Mutter oder, ja, sie sagt es ihr nicht und ja, ist natürlich logisch. Entweder sie sagt es oder sie sagt es nicht. Aber beides hat natürlich, ja, Auswirkungen auf vieles. So, jetzt bildet sie eine Gruppe mit Ruben natürlich auch. Und dann werden sie spielen. Viel Spaß! Einmal noch Kind sein, das ist natürlich toll. So, jetzt haben die beiden natürlich hier Spaß. So, jetzt wird Mint einmal ganz kurz darin spielen, weil das hat sie sich auch gewünscht. Sie möchte einmal noch Kind sein und das gönne ich ihr auch, weil klar, das ist jetzt in ihren Gedanken natürlich tief verwurzelt, was sie da entdeckt hat, aber es musste ja passieren. So, Ruben nimmt sich auf jeden Fall ein Gericht, das ist gut. Und Mint ist wirklich hundemüde, also die ist so kaputt. Vielleicht kannst du es versuchen und dir eine schnelle Mahlzeit nehmen, aber ich kann dir nicht versprechen, dass es was wird hier. Die anderen sind schon schlafen gegangen oder wo sind die hin? Wo sind denn alle hin? Was machen die denn hier? Okay, ich weiß gerade nicht, wo jeder hingegangen ist, weil ich... Achso, Mint ist in Ohnmacht gefallen. Es tut mir sehr leid, Mint, aber dein Sohn wollte noch eben was vom Festmahl haben. Oh Mann. Setzt sie sich noch kurz daneben und schaut, nee, doch nicht? Okay, dann werden wir uns kurz verabschieden. Ich weiß nicht, wo Daniel und Dings... Ach so, hier ist Mark. Daniel. Wo ist denn der Typi? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir rufen noch schnell Tschüss, weil, ja, ihr Vater ist ja schon am Schlafen. Und dann gehen wir auch wieder zurück. Wir nehmen aber vorher natürlich noch unsere Zwerge mit. Also, die lassen wir natürlich jetzt nicht hier. Und dann moven wir auch wieder nach Hause. Ja, also so an sich war es ja ganz schön. Aber ich muss leider zugeben, dass man immer wieder diese Distanz merkt. Darüber haben wir jetzt ja auch schon sehr häufig gesprochen. Aber es ist einfach immer wieder ein Thema, wenn wir sie sehen. Also klar, so an sich kann man das natürlich nie vergessen, was passiert ist. Aber natürlich in dem Fall tut mir das immer sehr leid. Auf jeden Fall sind beide sehr müde, deswegen bringen wir erstmal Ruben ins Bett. Und dann bringen wir auch Mint ins Bett. Aber vorher, ja, sie hat eigentlich Hunger, aber ich glaube, schlafen ist jetzt erstmal vorrangig, weil es ja auch wieder zur Arbeit geht morgen. Ich habe gerade gesehen, wir haben noch nicht dekoriert. Und damit wenigstens Mint nicht jetzt am Tag danach traurig ist, weil sie den Tag nicht so genießen konnte, weil sie eben genau diese Aufgaben nicht erfüllt hat. Aber das finde ich immer so schade, weil der Tag war ja trotzdem ganz schön. Deswegen werden wir jetzt noch eben hier dekorieren. Ich weiß zwar nicht, wo ich das finden werde. Ich suche jetzt einfach mal. Wow, nach 3 Jahrzehnten habe ich sie jetzt auch mal gefunden. Meine Gott. Meine Gott, alles klar. Ruben, dann geh eben selbst. Es wird hier jetzt alles dann sonst zu lange dauern. Dekorieren. Oha, das war ja jetzt voll cool. Seit wann wird das so da... Oh, und jetzt genau, jetzt habe ich auch gesehen, dass da was falsch ist. Aber wie cool war das denn jetzt? Also, dass so die Kamera da drauf geschwenkt wurde, das habe ich ja noch nicht gesehen. Ist wahrscheinlich mit dem neuen Update gekommen, aber ist echt cool gewesen gerade. Also habe ich gefeiert, muss ich zugeben. Ja, und jetzt Mint, geh schlafen. So, jetzt sind beide im Bett, endlich. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Okay, good morning. Geh ruhig schnell auf Toilette. Wie geht's Ruben so? Er muss auch auf die Toilette. Ja, dann mach das doch auch direkt. Nein, nicht in die Windel machen. Nicht in die Windel machen. Nicht in die Windel machen. Nicht in die Windel machen.
Oh no, wir haben es versucht. Ja, es war ein schöner Feiertag. Gut, dass wir die Dekoration dann noch angebracht haben. Und jetzt geht es gleich zur Arbeit. Vorher kann sie noch eben ganz kurz was kochen, damit der Hase hier lübt, auch wenn sie nicht da ist. Ach so, wir haben noch Salat übrig. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Heute würde ich aber unbedingt wieder Chloe zu uns einladen oder mit ihr irgendwo hingehen, weil wir haben sie so lange nicht gesehen und da Chloe auch so schelmisch ist, würde ich mit ihr zusammen einen schelmischen Rundtrip machen, also zu vielen verschiedenen Locations gehen und da dann vielleicht so ein paar Leute ärgern. Also das würde ich mega feiern. Ach so, Ruben wollte ja Mint noch was fragen. Einmal über Superhelden sprechen und dann einmal mit Mint rumalbern und über Kunst reden. Okay, ich nehme alles zurück. Hier sind doch so Blätterhaufen. Das wusste ich gar nicht. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja, die beiden haben jetzt noch ein bisschen geplaudert in der Früh. Aber vorher, oh mein Gott, geliebt wegen lustiger Gemasse. Eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen, macht jeden Sim glücklich. So süß wegen mir zu einem Kleinkind. Dieses Kleinkind ist einfach hinreißend. Wie kann etwas so Kleines so niedlich sein? Schöner Feiertag. Stolz. Sieh dir doch nur dieses kleine Bündel der Freude an. Alle Hoffnungen für die Zukunft ruhen auf ihm und die Zukunft sieht rosig aus. Das ist ja so süß. So, was ist denn jetzt Rubens Plan? Er könnte theoretisch jetzt einfach die ganze Zeit versuchen, aufs Töpfchen zu gehen, damit er dann auch eigenständig aufs Töpfchen geht. So, Mint räumt hier noch ein bisschen die Hütte auf. Es ist natürlich jetzt super schönes Wetter und ich hätte jetzt gesagt, dass sie schon mal ein bisschen experimentieren kann, weil sie halt wirklich noch sehr wenig Elemente gefunden hat für unsere Elementtafel, aber das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Das ist wirklich das traurigste Herumschwimmen, was ich jemals gesehen habe. Aber anscheinend macht es mir trotzdem Spaß. Also ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert, oder? Level 5 der Fitnessfähigkeit. Ja, okay. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück, aber Ruben, der geht es so schlecht. Also er war bei der Tagespflege und er hat so wenig Spaß. Also das ist wirklich erschreckend. Also wirklich erschreckend. Wieso konnte die Tagespflege denn nicht ihm... Also er muss auf jeden Fall jetzt erstmal hier spielen. Das ist auf jeden Fall oberste Priorität. Aber warum die da jetzt nicht gespielt haben, kann ich nicht verstehen. Also der Arbeitstag war wieder recht okay. Ich wurde vorhin unterbrochen, als Mint Level 5 der Fitnessfähigkeit erreicht hat. Aber genau. Der Plan für heute Abend war ja, mit Chloe eine lustige Runde zu machen mit Schämisch Aktivisten, ne? Genau. Aber ich habe gerade bemerkt, dass ich schon viel zu lange aufnehme. Deswegen würde ich an dieser Stelle den Part beenden. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, sollen wir Mints Mutter davon erzählen, was der Vater da so treibt? Oder wollen wir uns da raushalten? Sehr schwierig, aber ich warte da mal auf eure Meinung. Abonniert uns gerne und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein Video mehr auf diesem Kanal. Und schaut gerne bei Naka und unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!